herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Dark Project. Und die quatschen mich schon wieder rein. Ich werde verrückt. Ich muss gucken, wo die sind und muss sie ausschalten. Das ist sowas von nervig. Was war das Wort? Never mind. Alter. Boah, ist das schrecklich. Ich glaube, die sind da hinten. Kann das sein? Probably. Ach, ich kann die scheiß Lampen nicht ausmachen. Vielleicht von der anderen Seite. Eine andere Seite geht nicht. Hm. Doch, geht doch. Oh well. Da ist jemand. Kann ich hochklettern? La 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 la. Must have been nothing. I thought I saw something. Okay. Yes, it was nothing. Das ist jetzt natürlich ein bisschen hart. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal die Options hier ein bisschen Audio. Ich mal ein bisschen runterstellen, weil die mir ein bisschen zu laut sind, muss ich ehrlich sagen. Schon besser. So, jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich die ausgeschaltet bekomme, ohne dass irgendwer irgendwas merkt. Ich hoffe, der andere rennt nicht sofort weg. Auf jeden Fall speichern. Aber ich muss... Oh Gott. Der merkt einfach mal gar nichts, der Kerl. Voll gut. Gib mir das. Oh, ist das göttlich, diese Ruhe. Wundervoll. Oh, super. Okay. Das hätte ich auf jeden Fall. Wie einfach nichts bemerkt hat, der Kerl. Voll gut. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? Wartet kurz. 725. Also ich habe tatsächlich die erste Objective schon fertig. Sieht aus wie ein Dead End hier. Jetzt müsste ich ganz kurz schauen, wo ich hier bin. Ja, hier ist Schluss. Oh, da hinten ist jemand. Kommt der hier hin? Oder bleibt er da stehen? Ah, der kommt hier hin. Okay. Das ist jetzt die Frage, ob der komplett bis hier hinkommt oder irgendwann rumdreht. Einfach speichern, ganz oft speichern, so gefühlt alle 2 Sekunden. Wenn er bis hier vorne hinkommt, habe ich ihn. Eine gute Möglichkeit, ihn kaputt zu hauen. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Nein! Fall um! Puh! Okay. Mensch, das war ja jetzt knappe Sache. Ja, hier könnte ich tatsächlich noch ein bisschen was abstauben. Welche Objectives habe ich denn jetzt noch? Im Prinzip, after you get what you came for, get to the city street outside your... Oh mein Gott, ich muss ja auch noch wieder raus. Ich weiß doch gar nicht, wo ich bin. Ich weiß doch nicht, wie ich hier wieder rauskomme. War ich hier schon? War ich hier schon? Ich glaube tatsächlich, ich war hier schon. Würdest du bitte... Dankeschön. Oh, offensichtlich war ich hier noch nicht. Sonst hätte ich ja hier das Feuer ausgemacht. Das ist nämlich, glaube ich, so ein bisschen unangenehm, wenn man da drauf fällt. Also ich war offensichtlich noch nicht in dem Flur. Ich weiß, dass es hier irgendwo noch so einen Ring oder irgendwie sowas gibt. Meine ich zumindest. Da läuft irgendwo noch jemand rum. Kann aber auch sein, dass der da hinten rumläuft. Ich bin natürlich gerade an der hellsten Stelle, die ich so finden konnte. Ne? Ist ja auch wieder sehr gut. Ja. Kopf einziehen. Meint ihr, hinter solchen Bildern ist vielleicht was? Nee, ne? Ich fände es ja auch cool, hier noch so ein paar Geheimgänge zu finden. Aber ich glaube, das wird hier nichts. Okay.
fahren wir fix hier rüber. Hallo? Ich würde gerne... Ich hätte gerne dunkel. Danke. Ah, hier ist dunkel. Okay. Mal ganz kurz gucken, wo der Wachmann hier rumstolziert. Offensichtlich aber nirgendwo. Wo er mich jetzt so spontan sehen könnte. Da oben ist er. Hups. Okay, das hier ist jetzt natürlich noch eine Ecke, wo ich mich sehr gerne ein bisschen umgucken würde. Puh. Ah. Hilfe. Ich könnte es bei dem da oben mit einem Gaspfeil versuchen, aber dann kommt ja natürlich noch der hier Patrouille läuft. Außerdem ist das mein letzter Gaspfeil. Ich glaube, den sollte ich mir echt aufheben für die Fraggles da oben. Was habe ich denn sonst noch so zur Verfügung? Breath Potion brauche ich nicht mehr. Flash Bombs habe ich noch zwei. Ich hätte noch Heiltränke. Aber ich will ja nicht töten. Ich will mich... Offiziell will ich mich ja überhaupt nicht mit denen anlegen eigentlich so, ne? Von daher... Ich hätte 13 Breitkopfpfeile. Theoretisch. Wir sprechen hier natürlich von der Theorie. Kleinen Moment, ich habe hier meine Beine so ein bisschen verknotet. So. Wenn ich ja wenigstens die Lampen hier ausmachen könnte. Ich speichere einfach mal und versuche es mal mit den... Oder? Dadurch, dass er so weit weg ist, wäre ein Gaspfeil natürlich sinnvoller. Da ist er. Ich glaube, der läuft nur da hoch, ne? Der läuft nicht hier raus. Oh, der hat mich gehört. Scheiße. Gad, there's an intruder here. Nope. You asked for it. Nein, hab ich gar nicht. Was redest du? Geh weg! Nein. Ach, das sind die Troubles, die ich nicht gebrauchen kann, Leute. Wie wär's mal mit Schnellladen? Danke. Genau, das sind nämlich diese Troubles, die ich nicht brauchen kann. Versuch mal so ein bisschen mich an den Schritten zu orientieren, aber... Was ich natürlich gerade ein bisschen... Ich könnte natürlich auch erstmal den Gang entlang laufen und gucken, wo ich dann lande. Geht natürlich auch. Aber... Dafür müsste es hier natürlich möglichst dunkel sein. Warte, da oben dreht sich rum. Das ist hier natürlich perfekt. Ich glaube, dass hier oben ist... Schnell, 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 schnell. Ha! Oh mein Gott! Oh Gott, das hätte ich niemals gedacht, dass das funktioniert. Gott, ich habe echt mehr Glück als Verstand, Leute. Zumindest im Moment. Spannung. Ich versuche jetzt einfach mal ganz dreist hier hochzukommen. Das hat tatsächlich funktioniert. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich hätte das niemals gedacht, dass das klappt. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der da... Oh. Hä? Ich dachte, der läuft da unten rum. Ach, da ist noch einer. Oh Gott, wie viele Menschen hier sind. Okay, einer läuft unten rum, einer läuft oben rum, einer steht Patrouille und einer ist ein Bediensteter. Dem er in sich nicht so viel Trouble machen sollte. Warum dreht er sich so schnell wieder um? Dreh dich rum. Guck nicht zu mir. Guck weg. Sei lieb. Hi. Dash war blöd. Dash hat nicht geklappt. Ich könnte es natürlich mit einer...
mit einer der Blitzbomben versuchen, aber das sind drei Stück und ich habe nur noch zwei. Könnte schwierig werden. Und wenn ich die natürlich nicht treffe, habe ich wieder das Problem. Ne? Und so. Boah, ich habe keine Ahnung. Wartet mal, ich kann doch vielleicht Karte. Oh, ich bin schon auf dem dritten, auf der dritten Etage. Das heißt, ich bin nicht mehr weit davon entfernt, den Wassertalisman tatsächlich zu finden. Ich sehe hier was von der Bibliothek. Aber wo auch immer die sein soll, weiß ich jetzt leider nicht. Okay, ich glaube, ich könnte... Eieiei. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn ich es schaffen könnte, beide gleichzeitig mit der Blitzbombe zu treffen, könnte ich auch beide gleichzeitig ausschalten, denke ich. In der Hoffnung, dass der da unten das nicht mitbekommt. Oh Gott, das ist voll das Mammutvorhaben. Ich habe voll Angst. Oder? Wartet. Ich könnte den jetzt aus... Nein. Es wäre natürlich am sinnvollsten, wenn ich tatsächlich beide erwischen würde. Beide in einem, dann würde ich nur eine Blitzbombe verschwenden. Und hätte aber beide gleichzeitig ausgeschaltet. Ich weiß halt nicht, wie groß die Runde von dem ist. Kann jetzt sein, dass ich hier noch 2 Minuten warte. Ich speichere nochmal, dann kann ich gleich, wenn ich schnell lade, vielleicht ein bisschen fixer... Okay, wenn der jetzt kommt, könnte ich eventuell tatsächlich beide treffen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Den einen hat es nicht erwischt. Komm zurück! Das hat keinen von beiden erwischt, merke ich gerade. Ich probiere es nochmal. Vielleicht habe ich auch einfach falsch getroffen. Vielleicht muss ich mich auch einfach hinstellen. Wow! Sorry, wenn ich jetzt immer so viel lade, aber es ist echt... ich will das jetzt schaffen. Ich will das einfach schaffen. Ich habe keine Lust, dass ich nachher... Okay. Ja, sehr gut. Und zack. 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 Warum ist der nicht umgefallen? Warum zum Henker bist du nicht umgefallen? Du bist scheiße. Nein. Stirb doch einfach. Stirb doch einfach. Nein, 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 nein. Das kann ich echt nicht gebrauchen. Das funktioniert nicht. Verdammt nochmal. Warum funktioniert das denn nicht? Bei dem einen hat es doch gerade funktioniert. Den einen habe ich doch hier umgehauen. Bin ich bei dem zu nah dran gewesen oder was? So. Hauste. Oh. Gott, geschafft. Okay. Dich lege ich hier in die Ecke. Und dich. Oben drüber. So, jetzt warte ich noch auf den Bediensteten. Oh Gott. Ach, der läuft da hinten her und geht dann runter, oder was? Das könnte natürlich auch sein. Und ich weiß auch nicht, ob der Bedienstete hier die ganze Zeit herläuft. Oder ob der gerade nur zufällig hier vorbeigekommen ist. Ich glaube aber, ich überziehe schon wieder. Nee, noch nicht ganz. Aber hier an der Stelle könnte ich beenden. Ich warte, wie gesagt, noch ganz kurz auf den Bediensteten. Ich weiß nicht, wo der herkommt und ob er noch mal hierher kommt. Ich höre auf jeden Fall Schritte, aber das kann auch der andere Soldat da unten sein. Jetzt habe ich natürlich wieder eine Blitzbombe verschwendet. Also was heißt verschwendet, aber... Eigentlich habe ich sie ja ganz sinnvoll genutzt. Ich muss auf jeden Fall speichern. Ich würde wahnsinnig gerne einfach in diesen Saal rein, wo die Leute sitzen, in diesen Opernsaal, um die Leute dazu looten, aber ich komme da wahrscheinlich nicht rein.
Ich finde ihn zumindest nicht. Ach, Moment mal, hier war ich doch auch schon. Interessant, interessant. Ich finde die Ecken, in denen ich schon war. Und ich höre Schritte. Ich habe keine Ahnung, von wo die Schritte kommen. Gut. Ich hocke hier zwar jetzt gerade mitten auf dem Gang, aber hier ist halt Teppich und hier hört man mich nicht. Das finde ich ganz gut. Dementsprechend beende ich das Ganze jetzt hier kurz an der Stelle. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen unterhalten. Mich auf jeden Fall. Ich brauche schon ein bisschen Herzklopfen in dem Part. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin.